Bin ich jetzt Teamleader? Sehe ich das richtig? Ja. Und jetzt? Was war das? Ich hab dich hier. Komm. Auf Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Scheinwerfer gerade wegkam. Yeah, es geht gleich auch wieder in den nächsten Fight. Nachdem es jetzt... Aua! Au! Nachdem es jetzt gerade auch ein bisschen ruhiger war, geht das Geschreie weiter. Was ist das? E? Schützenplatz? Haha, grüß euch! Ich bin wieder da! Gut, also mit den Effekten von den Leichen, die fliegen alle ein bisschen seltsam durch die Gegend. Oder zumindest manchmal. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim. Komm her, du Ratte. Wow! Wo? Bam! Und da kann man die ganze Deckung zerschroten. Sehr cool. So, komm schon, das Auto kriegen auch noch eine Luft. Autsch. Komm schon. Ja klar, los, ich beeil mich, beeil mich. Oh, komm schon, komm schon. Wuhu! Hier geht es ab, Freunde. Ich hab dich, komm. Danke, Montes. Uah. Mal irgendwas machen. Also hier muss man immer gefeit sein vor so Quicktime-Events, dass man auch mal irgendwas drücken muss. Ach Gott, Mission auf der Jagd. Die FA-18F Super Hornet ist ein Kampfflugzeug für 2 Personen und mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 1,8. Okay, werden wir jetzt Flugzeug fliegen? Puh, boah, aber ohne Scheiß, ich muss sagen, das war echt ein anstrengender Kampf. Mal schauen, was wir uns jetzt hier erwarten. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Natürlich. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Hm. Eine Pilotin, also wurde in diesem Spiel der Emanzipation auch Genüge getan. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Mhm. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Yeah. Also sind wir jetzt diese weibliche Lieutenant
Hawkins. Das war so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arschzugkneif-Skala. Aber geil inszeniert ist das Spiel, da kann man echt nichts gegen sagen. Leider soll es auch nicht ganz so lang sein, aber dafür gibt es ja den Multiplayer-Teil. Da fliegen schon die ersten Raketen. Warum Al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben? Und wir sind auf einem Flugzeugträger. Okay, dann mal los! Natürlich. Also diese Geräuschkulisse ist geil. Augen zu, okay? Klar. Eh zum Schließen des Kabinendachs. Überprüf die Klappen und Leitwerke links. Ah! Achso, ich soll nur gucken. Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Ja, funktioniert auch. Ja, läuft. Systemcheck Waffen. Initialisiere HMD Visier. Drücke E zur Aktivierung des Helm HMD. Drücke 1, um des Geschützes. Logisch. Okay, Waffe funktioniert. Sieht gut aus. Check Raketen. Check. Raketensystem verfolgt. Ja. Check auf der Reihenfolge. X für Gegenmaßnahmen, klar. Okay, Waffen und Gegenmaßnahmen sind einsatzbereit. Ja, läuft alles. Okay. Drücke E zum Abheben. Was bin ich? Ich bin doch nur, was bin ich? Co-Pilot und Schütze? Okay. Wow! Sehr geil. Okay, also auch wenn man hier nichts direkt machen kann, ist es, also macht schon irgendwie Bock, da mit drin zu sein, sich überall umgucken zu können hier. Schon sehr cool. Unser Flügelmann ist auch schon an unserer Seite. Auch oberstylische Musik hier schon. Er macht nochmal den Afterburner hier an. Und es geht über die Wolken. Es wird ruhiger. Wow, ihr Schweine! Ja.
Alter, was schmeißen denn schon so viele Gegenmaßnahmen hier runter? Ja klar. Also ich sag die ganze Zeit nichts, weil ich dem nicht dazwischen quatschen will. Alter. Was macht der hinter uns? Alter, Flares waren auf X, ne? Hui. Ich sehe nichts. Wow, wow, wow. So, komm schon, noch ein bisschen langsamer. Alter, der schmeißt ja auf Flares, ey, der kackt die ja richtig aus. Verdammt, ey, ja. So. Komm schon. So, er hat keine Gegenmaßnahmen gestartet und verdammt, ey, in letzter Sekunde so eine Ratte. Jetzt aber. Komm schon, yeah. Okay, und gleich der nächste. Ich halte meine Augen auf, aber verdammt, wo ist er hin? Wow. Da? Ich sehe ihn nicht. Da. Was? Oh. Nüchtern nicht. Komm schon, Rakete. Komm schon. Jawoll. Oh, verdammt. Nee, der Gegenmaster ist da. Der ist noch verdammt weit weg. Ah, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, der hat Flares geschmissen. Huh. Verdammt, ey, die labern hier so viel, kriegt das verdammt. Wo ist er hin? Na. Komm schon, komm schon, komm schon. Schieß, 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 schieß. Yeah, baby. Vor allem der Sound dabei, der ist auch sehr cool. Ja, der schmeißt Flares, wetten. Nein. Uha. Guter Schuss, einer weniger. Natürlich. So, wo ist der nächste? Hä? 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 Ihr Feiglinge, kommt doch her. Krasse Scheiße. Hinter uns. Scheiße. Oh nein, jetzt ist er hinter uns. Komm schon. Oh Mann, ey. Ich kann aber noch keine Raketen auswählen. Komm schon, schmeiß mehr Gegenmaßnahmen. Ich hätte gerne Raketen. Oh, geht doch. So, jetzt aber. Yes. Scheiße, da komme ich nicht dran. Der ist direkt hinter uns. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Fuck. Ah.
Warte, er schmeißt. Jetzt. Verdammt. Gut ausgewichen. Jetzt aber. Verdammt, ey. Der ist echt hartnäckig. Aber das nützt alles nichts gegen uns. Yeah, räum den Himmel, schalte die restlichen Mix aus. Ist getan. Woohoo! Wir waren erfolgreich und hat auch echt Bock gemacht, obwohl es halt ein bisschen Moorhuhn war und so, aber sehr geil. Sehr geil inszeniertes Moorhuhn. Da hinten sind auch noch viele Flugzeuge, die fliegen da auf der linken Seite. Verdammter Sonne. Wow. Ach du Scheiße, jetzt werden wir auch noch vom Flak beschossen. Oh Mann, 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 wow. Was?